Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Diamond Painting Video. Ich habe hier Produkte von Fancells. Tüte kann weg. Okay. Ja, ich habe ein paar Bilder bestellt. Dann habe ich noch etwas für die Große bestellt. Mal gucken. Sie hat jetzt momentan nicht mehr so Lust auf Diamond Painting. Ja, aber vielleicht bald wieder. Das hatte ich schon mal bestellt und ja, habe es aber weitergegeben. Und jetzt ein neuer Versuch sozusagen. Und tada! Einen Tischmülleimer habe ich bestellt. Hab's. ja, ich hoffe, dass der gut ist, weil den könnte ich tatsächlich gebrauchen. Ich sammle nämlich momentan einfach alles in einer kleinen Schachtel und werfe das dann am Ende vom Tag weg. Könnte ein Ticken besser verarbeitet sein, aber ich weiß ja auch, wo ich bestellt habe, ne? Mal gucken, das muss man irgendwie noch zusammenbauen. Mal gucken, ob ich das hinbekomme. Hab's. Und dann ist das so ein Kippeimer quasi. Weiß ich nicht, Leute, weiß ich nicht. Hält irgendwie so semi-gut. Ich mach's mal zusammen. Ihr wisst, ich bin da immer ehrlich. Wenn es halt nichts ist, dann ist es halt nichts. Also so weit, so gut. So sieht's aus. Es ist okay. Aber das kippt immer so rein. Also das bleibt nicht. Das kippt immer so rein. Leider. Und ich finde tatsächlich auch die Öffnung, um was reinzumachen, ziemlich klein. Und das hält auch nicht so gut. So, wenn ihr da ein bisschen zu dolle dann drankommt, das ein bisschen größer ist, dann reißt der Deckel direkt ab. Naja. Naja, es ist so naja, sag ich jetzt mal. Lesezeichen. Toolkit ist dabei. Dann das Gebömsel. Die Steine. Super schöne Strasssteine mit Sondersteinen. Und Harry Potter. Und Ron Weasley als Lesezeichen. Und da hatte ich so die Hoffnung, den Gedanken, weil sie ist ja Harry Potter Fan und sie liest so gerne, dass sie dann eventuell doch mal sich dran setzt und sowas macht. Weil ich finde, das fördert ja halt auch ein bisschen die Konzentration. Dass man nicht immer nur Input bekommt, sondern dass man auch mal in Ruhe, genau, seine Gedanken ein bisschen sammeln kann und ein bisschen abschalten kann. Schauen wir mal. Das werde ich auf jeden Fall für Weihnachten mal noch einpacken. Werde mal dann sehen, ob sie es macht oder ob ich das wieder weitergebe. Dann habe ich drei etwas kleinere Bilder bestellt, ein Teilbild und ein etwas größeres Bild. Kommen wir zuerst mal zum Teilbild. Das habe ich bestellt wegen den Sondersteinen, weil ich gesehen habe, dass da relativ viele Sondersteine drauf sind, hoffentlich. Toolkit ist mit dabei. Das hier sind die Steine. Strasssteine, Glitzersteine. Genau. Und ich zeige euch mal die Sondersteine.
Da sind nämlich solche Rosen mit dabei und solche anderen runden Teilchen. Die fand ich so extrem schön. Dann das hier auch super schön. Dann die hier auch total besonders. Die sind auch wunderschön. Dann diese normalen Steinchen und dann AB-Steine noch. Und ja, fand ich irgendwie einfach mal ein bisschen was anderes mit diesen Rosen. Ach, vom Motiv her würde ich sagen, ist das jetzt nicht unbedingt so meins. Aber ja, die Sondersteine fand ich halt so schön. Eine Tänzerin, eine Ballerina. Nächstes Bild, super süß, Diamond Art Zone steht da, aber das ist von Fancells. Gucken wir mal. Vielleicht kaufen die sich untereinander auch die Bilder dann auf. Ach, das ist so niedlich, Leute. Toolkit. Alles in Zipptüten, runde Steine. Das ist echt schön. 30x40, 20 Farben hat's. Tada! Ein Hundewelpen, der spielt im Wasser. Und fand ich echt super niedlich. Sieht schön aus. Und ich finde, das passt auch so für die Größe. Super schön. Dann das nächste, ihr könnt schon erkennen. Bam, bam. Kann man sich jetzt drüber streiten? Ich liebe SpongeBob. Ich finde den total witzig. Toolkit. Runde Steine. Natürlich viel Gelb. Also mir gefällt das Bild, ich finde das schön. Hat halt super viel Color Blocking, weil fast nur gelb und so. Aber ich finde das cool. 22 Farben, 30,40 cm. Guckt mal, das sieht doch echt gut aus. Wie der guckt, ne? Ich finde das total schön. Gefällt mir. Rendering ist auch nicht schlecht. Ich gucke mir das ab und zu mal an. Ich finde das schön, mein Pulli hier wieder. Macht sich wieder selbstständig. Ich sehe wieder in jedem Video genauso aus, weil ich heute Videos drehe, 5 Stück. Und ich nicht vorhabe, mich umzuziehen zwischendurch. Da habe ich nämlich jetzt tatsächlich kurz vor Weihnachten keine Zeit mehr dafür. Letzte Waschmaschine ist auch schon an, weil ich möchte dann wirklich jetzt... Also vor Weihnachten eigentlich keine Wäsche mehr machen. Genau, wir haben nämlich den 22. Dezember jetzt und ich muss ein bisschen vordrehen, weil eventuell dann auch wieder was Kleines hier einzieht und dass ich wenigstens ein paar Videos auf Vorrat habe, aber mal gucken, wie das so hinhaut, weil ich tatsächlich gar nicht genug Zeug da habe, um genug vorzudrehen, dass ich wenigstens die ersten 2 Wochen überbrücken könnte. Also... Schaut bitte fleißig die anderen Videos dann noch. Ja. YouTube wird mich hassen, wenn ich da mal ein paar Tage kein Video bringe. Da wird man direkt abgestraft. Aber was soll ich machen? Die Kinderchen gehen vor. Toolkit. Das ist so süß. Oh Gott, ist das so süß. Das ist ultra niedlich. Das hier sind die Steine, nicht so viele. Viel weiß. Liebe ich ja. Aber alles in Zipptüten und das ist so süß. 17 Farben hat es, 30x30 cm. Guckt mal. Ein kleiner Dackel. Ich finde den total niedlich. Gefällt mir richtig gut. Ein Dackelwelpe. Würde mir ja auch gefallen. Aber mein Mann nicht. Kommen wir zum letzten Bild. Das ist dieses etwas größere.
Ja, schade jetzt mit dem Mülleimer, dass ich ihn euch jetzt nicht so wirklich... Er ist nicht so übel, aber er ist auch nicht so gut, ne? Ja. Müsst ihr wissen. Ich bin halt ehrlich. Ihr könnt schon sehen, es sind Blumen drauf. Ich wickel noch. Oha, ist das so lang gewesen? 40 mal 60. Ein Toolkit. Oh, schöne Steine. Ich bin ein bisschen erkältet. Oh, Leute. Guckt mal. Oh, richtig schöne Farben. Lila. Oha. Das Bild ist auch echt schön. 23 Farben auch nur. Oh, das ist toll. 40 x 60 cm runde Steine habt ihr ja schon gesehen. Guckt mal. Boah, das ist doch schön, oder? Ich finde das super schön. Richtig toll. Gefällt mir wirklich gut. So hier und da muss man vielleicht eventuell dann mal ein Steinchen austauschen. Hier sind jetzt so drei weiße. Würde ich blau drüber machen. Und hier rosa drüber machen. Ja, mein Gott, ne? Je nachdem, wie das dann halt ausschaut. Aber das ist echt super schön. Oh, das ist echt super schön. Oh, das ist echt mega. Das gefällt mir extrem gut. Das kommt in meine Kiste. Sehr schönes Bild. Gott sei Dank, jetzt doch noch ein guter Abschluss gewesen. Nicht so guter Anfang, aber ein guter Abschluss. Das war's jetzt mit dem Video, mit den Produkten. Ich werde alles in die Infobox setzen und verlinken, falls ich jetzt mal vergessen sollte, weil ich das immer ganz zum Schluss mache. Meistens erst kurz bevor das Video online geht. Dann erinnert mich in den Kommentaren dran. Ich habe jetzt wirklich in letzter Zeit, Gott sei Dank, fast immer dran gedacht. Aber man hat eben auch noch viel zu tun. Das war's jetzt. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst mir gerne ein Abo und ein Like da. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.